Also, das ist so ein kleiner Tipp vielleicht an jeden, der auch vorhat, jetzt YouTube zu starten oder selber gerade am Let's Playen ist und das sich am Überlegen ist. Schreibt nicht Leute an. Könntest du mich bitte promoten? Vor allen Dingen nicht mit einem Standardtext. Also, wenn ihr sowas macht, dann bei YouTubern, die definitiv zu dem Thema, was ihr selber macht, passen. Jetzt nicht ich Let's Play, du Let's Plays. Mach mal. Mehr so, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich mache Kirby Space Program und ihr macht gute Kirby Space Program Videos, dann würde das theoretisch passen. Auch dann werde ich mir nicht alles von euch angucken, was ihr mir schreibt, und es muss gut klingen. Dann schaue ich es mir an, heißt nicht, dass ich promote. Und dann schaue ich mir auch nicht alles an. Also, wie gesagt, das kommt echt auch, wenn es mich überhaupt nicht anspricht, was ihr in die Dinge schreibt, dann schaue ich es mir auch nicht an. Es klingt überheblich, aber ihr müsst euch überlegen. Es gibt, ich kriege gern dauernd solche Anfragen, ich kann halt nicht alle machen, dann habe ich keine Zeit mehr zum Aufnehmen. Das wäre ja irgendwie kontraproduktiv, wenn ich dann plötzlich mein YouTube-Ding aufhören müsste, weil ich eure Videos schaue. So, hier kriege ich so ein Random-Item. Geh mal her. Dieser Ring. Habe ich keine Ahnung, was er macht. Ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was der Ring macht. Macht er irgendwelche Städteänderungen? Kann ich jetzt sowieso nicht sehen. Weil ich ja nicht weiß, was ich vorher hatte. Das bringt alles nichts. So, aua. Ach, welch doof. Ja, genau. Auf jeden Fall, wenn ihr überlegt, Werbung zu machen, macht lieber nicht. Weil ihr müsst euch überlegen, Werbung. Wenn ich in meinem Postfach Werbung sehe, dann habe ich grundsätzlich erstmal ein schlechtes Gefühl. Ehrlich gesagt. Das muss nicht, das hat nichts persönlich mit euch zu tun, das hat was mit YouTube allgemein zu tun. Denn ich habe schon öfters als von meinen Abonnenten, von Nicht-Abonnenten von mir, also ich glaube zumindest, dass es Nicht-Abonnenten waren. Sie wirken nicht wirklich wie Abonnenten. Ich habe sie nie in den Kommentaren gesehen. Ich habe sie nicht in der Liste gefunden von den Abonnenten. Ich weiß, man kann das ausschalten, dass man in dieser Liste steht. Das ist ja auch das Dämliche an Gewinnspielen. Ihr müsst Abonnent von mir sein. Ja, toll, wenn ich es ausgestellt habe, dass man sieht, wen ich abonniert habe, dann darf ich an deinem Gewinnspiel nicht teilnehmen, oder was? Egal. Egal, das soll ja nicht das Thema sein. Auf jeden Fall, Leute, die ich nie gesehen habe, dass sie irgendwie von mir abonniert sind, die auch gar keine Kirby Space Program Videos machen, die gar nichts in meine Richtung machen, die auch kein einziges Spiel machen, die machen Minecraft. Die machen Minecraft. Ich habe vielleicht 5, 6 Videos von Minecraft auf meinem Kanal. Und die fragen mich dann, ja, kannst du mal promoten, dann auf eine richtig dreckige Art und Weise schon fast, muss man sagen. Also, das klingt jetzt echt gemein, aber es ist einfach so. Es ist echt, ich finde es abgrundtief beschissen, und das klingt jetzt echt hart, aber es ist so, ich finde es richtig beschissen, wenn man kommt und dann sagt, ja, kannst du mich mal promoten, dann auch noch Bedingungen stellen. Also, wieso? Wie kann man auf die Idee kommen, dass ich dann wirklich jemanden Bock habe zu promoten? Das macht doch keinen Spaß. Auch schön, was ich einmal hatte. Ich habe ein Bild bekommen. Ein Bild von jemandem für meinen Header. Fand ich total geil. Habe ich gedacht, wow, da hat jemand dran gedacht. Und habe auch schon gedacht, okay, schreib's die Person oder guck's halt. Ich habe es auf YouTube gesendet bekommen, Link zum Download. Also habe ich gesagt, ah komm, guck's dir die Datei mal an und promote sie. Ja? So, das Bild habe ich mir angeschaut, es sah ganz okay aus. Es war. Ich möchte jetzt hier niemanden kritisieren dafür. Ich fand es schön, es war gut gemacht, ja, eigentlich. Es war jetzt nicht besonders gemaltes, wenn man es so will. Es war halt ein Carbonaut reingemacht hinter einer Erde, die noch einen Lichteffekt hatte, so ein Photoshop-Licht-Sonnenlichtgleiseffekt. Es war ganz nett. Allerdings stand in der E-Mail, und das ist das, worauf ich eigentlich gerade hinaus will, stand dabei, alle weiteren Infos in der README-Datei. Dachte ich, okay, weitere Infos. Vielleicht steht da YouTube-Kanalname oder so. Passt ja. So, und was steht da drin? So, im Imperativ geschrieben. Ein Satz. Ein langer Satz. Ich weiß nicht mehr genau, was im Kopf, aber es stand so viel drin wie, wenn du dieses Kanalbild verwendest, musst du. Musst du. Fängt schon an. Musst du. Den Ersteller, bla bla bla. Ich werde auch nicht den Namen nennen von ihm, weil ich denke mal, er hat es nicht böse gemeint, aber ich fand es einfach nur in dem, einfach mal als Beispiel, also auch für denjenigen, falls er das jetzt sieht, so vielleicht dann doch nicht. Musst du ihn in deinem Video erwähnen? Du musst ihn auf deinem Kanal verlinken. Und du musst
Also es muss wohl extra, ich glaube, wenn ich mich richtig entsinne, muss es ein extra Video dazu geben, dass ich dieses Ding verwende. Und da habe ich mir halt dann gedacht, ich hätte ihn ja schon erwähnt und ich hätte es vielleicht auch benutzt, dieses Bild. Aber nicht so. Nicht auf diese Art und Weise. Wenn man echt sagt, hey, hier habe ich ein Bild gemacht. Und es sieht gut aus und mir gefällt das. Und du schreibst mir den YouTube-Kanal dazu und sagst, hey, wenn du Lust hast, kannst du mich ja mal erwähnen. Ich mache auch Videos, was weiß ich. Musst mich aber nicht erwähnen. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Was ganz nett ist. Auch gar nichts groß dazu geschrieben. Einfach, ja, hey, ich bin Abonnent. Ich habe das Bild hier gemacht. Ich hoffe, es gefällt dir. Ganz ehrlich. Glaubt ihr wirklich, ja, YouTuber sind solche Arschlöcher, dass man uns mit Imperativ befehlen muss, dass wir euch erwähnen? Also ich erwähne liebend gern Leute. Ich bin ja echt, ich mag meine, ich liebe meine Community. Meine Community ist so cool. Es macht so viel Spaß mit euch zu reden. Es macht so viel Spaß mit euch zu chatten. Sonst dürftet ihr mich ja gar nicht ins Team adden. Es macht wirklich Spaß. Aber es gibt halt manchmal so. Ich weiß auch nicht, ob der Kerl ein Abonnent war oder einfach nur Bock hat, dass ich es erwähnt habe. Weil, wie gesagt, das Bild war schön. Aber das Bild war jetzt nicht irgendwie so, dass man sagt, okay, der hat sich da hingesetzt stundenlang und hat stundenlang drum gearbeitet. Danach sah es nicht aus. Ich habe selbst schon mit Photoshop gearbeitet. Also hätte ich noch Photoshop, wirklich, hätte ich eine Vollversion von Photoshop und würde mich da 10 Minuten, 20 Minuten im Tutorial hinhocken. Ich würde was Ähnliches wahrscheinlich hinbekommen. Es war halt echt ein schwarzes Bild in der Erde und ein Sonneneffekt und ein Kabelnauten. Und wie gesagt, es war nett. Ich hätte es benutzt. Es sah schön aus. Es muss ja nicht. Ich brauche keine HD aufpolierten Superdinger. Aber dann nicht im Imperativ. Ich erwähne euch doch gerne. Ich erwähne gerne, dass mir Leute weitergeholfen haben. Denkt an Vincent, denkt an Paddy und denkt an Thomas. Server von Minecraft. Tausende Nennungen. Vincent hat mir Ding geschenkt. Garry's Mod. Erwähne ich andauernd, dass er mir das geschenkt hat und wie froh ich darüber bin, dass er das gemacht hat. Und dass es total cool ist von ihm. Nein. Fuck. Da habe ich zu spät gecheckt. Finde ich total geil, ja? Oder wer, was gab's noch alles? Crazy hat mir meine super awesome Flagge gemacht. Jedes Mal, wenn ich diese Flagge platziere, allein schon, erwähne ich Crazy. Nicht, weil Crazy mich jemals drum gebeten hat. Ich habe einfach von Crazy in meinem Postfach irgendwann eine Nachricht bekommen. Hey, ich habe hier ein Ding gemacht. Ich habe diese Kiste einmal bisher geschafft. Ich will die nochmal schaffen. Ich habe hier ein Bild für dich gemacht. Eine Flagge für dich gemacht. Guck doch mal. Kannst du dir mal angucken. Kannst du dir mal vielleicht benutzen. Und ich habe sie benutzt. Und ich finde sie so toll, dass sie bis heute mein, also dass sie zumindest bis zu dem Moment, wo ich mein Video aufnehme, auch wirklich meinen Kanal verziert. Also von dem her, so ist es ja nicht, dass ich hier irgendwie nichts machen will. Was passiert, wenn ich die jetzt nochmal anspreche? Ich probiere es mal aus. Ah, super. Das ist cool. Das ist das Orb, das mir Ding macht. Damit kann ich kostenlos einmal rein. Das heißt, wir werden gleich nichts ausgeben, sondern nochmal reingehen. So, wir können da drüben noch weiterlaufen. Ja, ich erwähne euch, wie gesagt, echt gern. Es macht echt auch Spaß, euch zu erwähnen. Es macht Spaß zu sehen, wie ihr euch auch freut, wenn ich mal euren Namen erwähne. Es gibt ja so viele coole Abonnenten. Es gibt nicht nur coole Abonnenten unter meinen Kommentaren. Es gibt auch viele coole Leute, die mir einfach nur bisher eine Nachricht geschrieben haben. Und auch alle anderen, wo mir einfach mal so ein Like geben und ja, einfach, ja, das ist, ich finde das toll. Ich sehe auch immer wieder unter Kommentaren Leute, wo ich sehe, okay, die schreiben wohl nicht viel Kommentar. Die schreiben ab und zu mal einen Kommentar, ein, zwei. Das war's. Bei denen. Und ja, ist okay. Was nehmen wir, was nehmen wir, was nehmen wir? Baba, nochmal? Ja, nochmal, nochmal, Baba. Die schreiben nur ein, zwei Kommentare. Unter meine Videos bisher. Aber die haben so nette Kommentare schon geschrieben. Und ich versuche ja auch auf möglichst viele von euch zu antworten. Also nehmt mir das echt nicht krumm, wenn ich hier sage, ich möchte nicht so imperativ werden. Aber ich denke, ihr wolltet auch nicht, dass ich euch zu irgendwas zwinge. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich mit dieser Rede, die ich gerade die ganze Zeit geschwungen habe, jetzt den einen oder anderen irgendwie ein komisches Bild von mir hat. Kann gut sein. Aber ich muss eins ganz ehrlich gestehen, und das ist auch, das erkennt man vielleicht auch so ein bisschen daran, welche YouTuber ich abonniert habe. Ich bin ein Mensch. Ich mag YouTuber, die ihre Meinung wirklich offenkundig sagen. Wenn das auch mal was ist, was nicht so schön ist. Und ich sag, was mir stinkt. Ich sag halt einfach, was mir stinkt. Es tut mir leid.
Aber wenn ich was habe, was ich nicht so toll finde, ich versuche es nett auszudrücken, aber wenn es was ist, was mich nervt, dann sage ich das auch. Wenn ich was irgendwie dämlich finde. Und wenn das alle toll finden, ja? Ich meine, und wenn alle irgendwie irgendwelche rassistischen Witze toll finden, ich finde die nicht toll. Nee, ich finde die einfach nicht toll. Ich kann mich damit nicht anfreunden. Das wissen eigentlich auch alle meine Freunde, dass ich mit rassistischen Witzen nichts anfangen kann. Und auch, obwohl viele von denen. Also, rassistisch, oh Gott, das klingt, oh Gott. Das klingt jetzt so falsch. Es sind diese allgemein, also es hat jetzt allgemeine Rassenwitze. Das hat es auch so. Ich kann damit nicht anfangen. Meine Freunde wissen das und ich meine, die machen solche Witze eh nicht. Aber auch wenn wir irgendwo in der Nähe von irgendwelchen Leuten sind, die solche Witze machen, ihr könnt euch vorstellen, jedes Mal, wenn wir das, dann verdrehen wir einfach nur die Augen, ja? Und ja, das sind halt meine Kumpels. Aber es gibt halt Leute, die mögen rassistische Witze. Ich finde das nicht cool. Ich finde das echt nicht cool, weil ich nicht verstehe, warum man gegen irgendwelche Rassen gehen muss. Und so, aber es gibt halt Leute, die das meinen zu müssen. Das meinen machen zu müssen. Und ich will denen nicht irgendwie die Lebenseinstellung ändern. Ich finde es halt nicht cool. Und ich sag aber auch das ganz offen, wenn ich irgendjemand so begegne. Deswegen habe ich habe mich jetzt gerade falsch ausgedrückt. Ich habe gesagt, wenn ich meinen Freunden wissen das auch, als ob meine Freunde das erzählen würden. Aber wenn ich halt irgendwelchen Leuten begegne. Also ich war jetzt zum Beispiel am Freitag auf einer Grillfeier und da wurden auch solche Witze erzählt. Grillfeier im Rahmen mit mehr Leuten, auch vielen Leuten, die ich nicht kannte. Und da waren halt solche dabei und. Ganz ehrlich, ich habe auch gesagt, naja, Jungs, das ist so lustig, finde ich das jetzt nicht. Ich meine, hey, ich stehe zu meiner Meinung. Ich bin ein Mensch, der steht zu seiner Meinung. Und das ist ja das, was ich eigentlich jetzt gerade die ganze Zeit sagen wollte. Ich stehe zu meiner Meinung und da kann mir so schnell auch niemand wirklich meine Meinung nehmen. Ich mag meine Meinung und ich finde, will auch meine Meinung raus sagen. Natürlich muss man immer aufpassen, dass man nicht irgendjemanden jetzt damit schon fast beleidigt mit seiner Meinung. Und klar. Es gibt immer noch gesellschaftliche Normen, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Wenn ich sage, dass ich nicht im Imperativ behandelt werden möchte, also im Imperativ behandelt werden möchte, sondern lieber auf eine nette Art und Weise darauf hingewiesen werde, dass man noch seinen Kanal erwähnen kann, wenn man schon für mich so ein Bild macht, ja dann, okay. Dann sage ich das auch. Tut mir leid, wenn das irgendjemand stört. Ich sag meine Meinung. So, ja. Ist aber genug gemotzt, tut mir leid. Also, ich will nicht viel Mods mit euch irgendwie hier. Ich meine, das war ja nicht mehr richtig gemotzt. Ich bin euch ja nicht böse. Ich bin ja eigentlich nur den Leuten böse, die wahrscheinlich dieses Video eh nicht schauen. Wenn man ehrlich ist, es geht immer an die Falschen. Es geht echt immer an die Falschen. Wenn ich in einem Video sage, hey, das und das ist total uncool. Die Leute, die das machen, gucken eh meistens meine Videos nicht. Das ist das Traurige an der ganzen Sache. Dann hören es meine Abonnenten, die gar nichts gemacht haben und total cool sind. Und ich muss ehrlich sagen, wir haben eine super Community. Und ich weiß, jeder YouTuber sagt, ihr habt eine super Community, weil er wahrscheinlich sonst seine ganzen Abonnenten verlieren würde. Wenn er sagen würde, meine Community ist scheiße. Aber ich muss halt sagen, ich sag mal so, ich kann es belegen, warum ich eine super Community habe. Und zwar habe ich Leute, die mir jetzt schon, die jetzt schon sagen, dass sie echt gerne meine Videos schauen und mir richtig viel Lob geben dafür, was ich mache. Finde ich wahnsinnig toll, natürlich. Wer findet Lob nicht toll? Aber, und das finde ich so toll an euch, ihr sagt mir auch, wenn euch was nicht passt, wie zum Beispiel bei der Jewelry Video. Ihr sagt mir auch, wenn, ihr gebt mir eure Ideen. Skype gibt mir seine Geräusche. Das ist natürlich wunderprächtig, aber gut. Muss mal kurz zurückschreiben. Tut mir leid.